Hey Leute, was geht und willkommen zum neuen Part von Let's Play Paper Mario Color Splash für die Wii U. Ich hab ein bisschen der Gerät, das macht ganz los, dann musst du ziemlich auch beeilen, damit wir den Stern tippen, bevor das Zeit vorbei ist. Also was ich gerade gesagt habe, ich habe jetzt auch schnell geredet, weil wir uns beeilen müssen, damit wir relativ schnell den Stern finden, der uns noch fehlt. Währenddessen tun das nämlich Peach und der Rest der Bande, also der Toad, ruhen sie es aus. Wenn wir die Drecksarbeit machen, tun sie es aus. Wah, ich dachte gerade, ich wäre runtergefallen. Toll. Da geht's nicht durch, scheint mir, also wir müssen irgendeinen anderen Weg finden, da hoch. Na, da ist ja mal die Treppe, aber da kommt man jetzt nicht durch, oder? Hm. Naja, aber es kann irgendwie nur auf der Seite ein Eingang sein. Ich weiß gerade erst nicht, wie man hochkommt. Wir werden es aber sicherlich rausfinden, so schwer kann es ja nicht sein. Dumm, dumm, dumm. Oh, da haben wir wieder einen neuen Tod, der hier rumliegt. So, bitteschön, auch dir was das Leben gerettet. Ich versuche ein bisschen tarnen, indem ich mir zu dieser gelben Wand gestellt habe, aber das haben sie wohl durchschaut. Jetzt, der du mich gerettet hast, wird mir alles klar. Sollte nur mehr Risiken eingehen und los. Oh, das war's nicht so intelligent. Das wurde jetzt. Ah. Hast du es überlebt? So, jetzt bin ich aber irgendwie ganz am Anfang durch diese irrsinnige Aktion. Vielleicht hilft es allen, aber. Auch so, da gibt's so Dingskarte. Doch, geh mal eigentlich bei uns, hauen sie doch mal an. Ich sehe, das immer ein bisschen so ein Weltenüberblick oder so. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, dritte oder vierte Part. Also immer ist es ganz angemessen. Ja. 6%. Machen wir lieber mal weiter. So, das sind wir wieder. Im Prinzip. Ah, hier geht's auch. Jetzt haben wir es geschnallt. Jetzt haben wir es gerafft. Wir sind eigentlich nicht zuerst hier entlang gegangen. Waren die waren da oben am Wasserrad? Dann sind. Ach, da war. Ach, ich glaube, der ist richtig. So, jetzt sind wir jetzt wieder hier an der Stelle, wo das Klopapierrolle ist, wo wir jetzt nicht vorbei können. Ich weiß auch, wir müssen irgendeinen anderen Ausweg finden. Was hab gestern in Kaiwan nicht geschlafen, ey. Und mir alles Mögliche angeschaut. So, YouTube und so weiter. Bitte mal alles Mögliche sortiert und so weiter. Kennt ihr das schon vielleicht? Und Nintendo und X ist ja auch sehr interessant, was da endlich kommen wird. Zum Aufnahmedatum war der immer noch nicht vorgestellt. Weiß nicht, wenn es wie hochladen, ob die jetzt schon vorgestellt wurde. Angeblich soll es ja Anfang Oktober. Gut, das war's schon, aber. Wir werden sehen! So, aber hier geht's. Irgendwie das hier irgendwie so ein Computerfehler. Ja, dann okay, dann müssen wir irgendwie anders hingehen. Wie? Nein! Ja, schön, dass die neu ist. Aber ich würde ganz gern wissen, wie man die wegbekommt. Also, was sagt denn der jetzt? Da ist wohl eine Vorrichtung, mit der man die Tür öffnen kann. Aber sie scheint nicht zu funktionieren. Das ist die Vorrichtung. So, und das liegt wiederum am Wasserrad. Hopp, Kampfpeil. Wir wollen uns erstmal mit dem Tortieren sind.
Ein kleines bisschen zu zahlen, das zahlen Runde. Nicht die Brücke, bloß nicht die Brücke. Ach Gott, die Brücke gibt's ja gar nicht mehr. Oh. Das neigt es auch. Wie gemein. Der interessante Teil, ich glaube, ein Viertel liegt auf der anderen Seite der Brücke, so ein Zeitdreck. Ich bin zwar kein Experte in Sachen Brückenreparatur, aber ich bin ein Experte in Sachen. Also kannst du mir glauben, wenn ich sage, ja, wir brauchen einen. Da braucht es einen Brückenexperten. Habt ihr nicht einen hier in Port Prisma? Ja, wir hatten mal einen, aber der hat die Stadt verlassen und jetzt arbeitet er irgendwo an irgendwas anderes. Irgendwas. Hast du nicht gesagt, du wärst ein Experte in Sachen Brückenexperten? Egal. Brückenexperte in Sachen Brückenexperten. Ein Experte, ach, scheiß drauf. So, die Brücke können wir wohl erstmal vergessen. Ja, das finde ich jetzt geil. Wie mal so hochkommen. Wir finden hier einen Weg. Dötle. Auf jeden Fall seinen farbigen Ostereiern bekommen. Wie geht denn der Kack hier weg? So, im Menü. Ich darf mit Gamepad kaum übrigens sehe ich gerade seinen Status sehen. Also da kann man halt den Status sehen, wie der ist mit. Ja, ganz interessant. Karten, Items. Hammer. Noch Fragezeichen. Ich kann das genau, jetzt kann ich euch mal gleich den zeigen. Also das ist hier eben das Menü. Genau kann ich es nicht zeigen, aber hier kann ich es zeigen. Das war quasi mein Menübildschirm. Wir haben da einmal den Status. Und das ist jetzt die Wii U-Version. Es ist halt hier nur so wegen Screenshot-Bild. Das ist hier der Status. Da kann man sehen, wie sehr man Power-Ups, also wie sehr man gepowert ist quasi. Wie viel WP, das glaube ich, man hat. Bei Karten kann man sehen, was man für Karten hat. Karten braucht man, um die Gegner zu besiegen. Bei Items kann man sehen, was man für Items hat, das ist ja klar. Den Rest wissen wir auch. Bei Einstellungen kommen die Einstellungen. Und ich habe hier gerade unten links bei Bedienungsanleitung geklickt, da bin ich zu dem Bild gekommen, da kommt hier auf meinem Gamepad die Bedienungsanleitung und ihr könnt dann eben das Screenshot von der letzten Sache sehen, die man gemacht hat. Ja, hier kommen wir auf den TV-Modus. So, dann gehen wir mal weiter. Mich würde erstmal interessieren, wie wir da hochkommen. Wir werden aber schon einen Weg finden. Ich bin zuversichtlich. Wir probieren da auch nochmal hochzukommen, weil ich sehe keinen anderen Weg. Vielleicht bin ich einfach nur blind. Aber ich sehe nicht, wie man auf eine andere Sache hochkommen soll. Fragen wir jetzt einfach mal hier jetzt den. Ich bin auch so dumm. Oder? Sagt der jetzt hier zu. Das wäre einfach rüsten. Ja, schön, er sagt ja immer, dass es tatsächlich funktioniert. Aber wie man das schon funktionieren bekommt, das wird dir nirgendwo geladen, Alter. Das regt mich gerade leicht auf. Sehe ich die fucking Vorrüstung. Und die endet am Wasserrad. Wo soll ich wissen, wie man Scheiße wieder anstellt, ey? Und schwimmen kannst du auch nicht mal, oder was? Das ist mir aber eigentlich neu.
Keiner wollte jetzt sein, dass Bernie schon irgendwie rüberkommt. Was mir wirklich dazu erstmal ein Video anschauen oder was? Aber man muss doch den Kacki irgendwie das im Laufen bekommen können. Ach, vielleicht da. Geh einfach rein. Ach, das ist ja nur der Kartenzopf. Da waren wir jetzt gerade nicht unbedingt rein. Was sagt denn der Tod? Ja, der war jetzt mit der Brücke, oder? Das hatten wir schon. Oh nee, ja, ja. Wir werden mal auch welche Farbe zu bekommen. So, jetzt geht's weiter. Auch so, ich bin gerade müde, aber ich bin's einfach auch. Können jetzt sofort hinlegen und einschlafen. Ehrlich, werde ich nach dem Part jetzt auch machen. Und wie kommt man dazu, verdammt? Das heißt, bin ich heute jetzt wirklich so inkompetent, um das zu kapieren? Ich werde zum dritten Mal hier an die Fallen gehen, dann lange. Da war eine Kurze. Ja, aber jetzt ernsthaft, das Spiel an sich ist eigentlich wirklich cool. Ich kann es euch eigentlich nur empfehlen. Also, wirklich Hut ab, Nintendo. Auch wenn ich eigentlich der letzten View spiele, ist es gut. Das ist nur eine Pump-Version. Mal bekommt mal 8, das ist das Kampftraining. Ja, ja, bitte nicht jetzt hier. Ja, wenn man jetzt drauf drückt, habe ich gerade auch gemacht, kommt man jetzt ist einfach zur Bedienungsanleitung, das wissen wir schon. Hab da drauf gedrückt, das kennt ihr schon. So, ja, danke schön. Wiedersehen. Überlegen wir nur, warte, wenn wir da hochkommen. Sag Bumbang, buff, buff. Und keine Ahnung. So, wollen wir mal hier entlang. Hier sind wir. Okay. Also, das Bild sieht wirklich. Cool aus. Also, Grafik ist wirklich gar kein Ding. Das Spiel gefällt mir jetzt auch wirklich sehr gut. Also da macht jetzt eine S-Ball wieder, hat das wirklich was Gutes geleistet. So Abwechslung, muss man jetzt mal wieder sagen. Das finde ich das nächste Mal. So, wie lange sind wir denn jetzt hier drauf? Ich bin gerade erst überlegen. Komm aber nicht. Ja, ganz ehrlich, auch 14 Minuten. Dann beenden wir den heutigen Part einfach mal die Stelle. Und der nächste wird ein bisschen länger. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr konntet mal sehen, wie ich das Ganze jetzt abspeichere. Hier diesen blinkenden Button, den man kaum übersehen kann. Wenn man draufklickt, klickt, wird das gespeichert. Ich klicke nochmal drauf. So, und jetzt, braucht man nur hier drauf zu drücken und auf schließen. Es sollte gespeichert sein, so prüft es lieber nochmal. So, und wenn ich jetzt letztes wieder
Das müsste jetzt eigentlich passen, wenn ich das jetzt beende, dass das gespeichert hat. Ich hoffe es, wenn nicht, wenn über 4 Passer war's. Ich war früher das jetzt gespannt nochmal, ich mache mir jetzt dann nicht gespannt. Ich gehe jetzt einfach nochmal in Software rein dann und schau, ob das jetzt gespeichert wurde, was ich glaube, was ich hoffe oder ob dem nicht so ist. So, da winkt man wie. Und jetzt sind wir wieder hier im Intro drin. Mit der coolen Musik. Ob es das jetzt gespeichert hat oder nicht. Aber wieso nicht? Das ist Jutet Hatred. 8% haben wir schon. Und mit dieser tollen Nachricht, dass wir 8% jetzt schon haben, beende ich den Part, liebe Leute. Haben wir doch 16 Minuten oder so, bin ich jetzt hingekratzt. Mit den Worten. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.